willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Frankreich-Video kommt später. Ich muss das neu machen, mir gefiel das überhaupt nicht. Und ja, dann mache ich das mal lieber neu. Und wir fangen heute an mit einem frischen Release. Und zwar The Expendables 2 in der Limited Uncut Hero Pack Version. Kam heute von Amazon.de. Ja, Strafporto hin oder her. Ich habe noch ein paar andere Sachen bestellt, von der rentierte sich das dann schon. Habe jetzt keine Lust groß durch die Gegend zu fahren, um das zu holen. So habe ich es sicher. Heute hier. Ja. So. Gibt ja auch die Leinwandversion von Amazon. Ja, die habe ich mir auch erstmal bestellt. Vielleicht behalte ich die. Bin mir noch unsicher. Ja, der Banner doch ziemlich cool ist, die Leinwand. Und ja, da werde ich mal sehen, was ich tue. Diese Edition behalte ich auf jeden Fall, glaube ich. Weil der Stoffbanner ziemlich groß ist, wie wir gleich sehen werden. Ich werde das Ganze jetzt auch mal öffnen. So sieht es von vorne aus erstmal. So von innen. Ja, Film selbst, ja, pure Action, sage ich mal. Die Story dürfte auf jeden Fall schon bekannt sein. Ich brenne auf diesen Release. Im Kino habe ich ihn nicht geguckt, da der Bass in unserem Kino in der Innenstadt nicht so doll ist in der Stadt. Und ja, ist allgemein halt nicht so, sagen wir mal, auf die Fresse mäßig, der Sound im Kino. Und ja, ich gucke lieber Filme gern zu Hause in Ruhe, ohne das Popcorn, Kinder Popcorn werfen oder so. Und ja, aber ab und an gehe ich schon ins Kino. Und ja, auf jeden Fall habe ich ihn jetzt hier, den ersten Teil fand ich genial. Wir fangen jetzt an. Ich werde mal sehen, dass ich das abkriege. So, hier haben wir erstmal das Steelbook an sich, das Prunkstück der ganzen Sache. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Bisschen weit weg, tut mir leid, aber das habe ich gemacht wegen dem Banner. Ja, so sieht von vorne aus, ist im Hochglanz. Hinten leider kein Backcover, sondern nur die Filminfos. Hätten sie besser lösen können, meiner Meinung nach. Allgemein fand ich die Steels zum ersten Teil besser, also vom Extended Cut und von der Normalversion. Hier haben wir noch einen Werbeflyer zu The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger, den werde ich mir auch sicherlich holen. So sieht es von innen aus, mit Innendruck. Ja, bin gespannt, ob da auch noch ein Extended Cut kommt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie da der Stand der Dinge war. Ja, vom ersten Teil habe ich beide Steelbooks, da ich beide Versionen gut finde und ja, die Auswahl gern habe. Ja, hat auch eine Rahmenprägung. Schaut echt edel aus und das Ganze kann man noch mal verschönern. So. Mit dem Lenticular-Cover. Könnt ihr jetzt vielleicht nicht so erkennen. Ja, gibt es ja auch bei Saturn diese Edition, nur halt ohne alles, nur mit dem Steelbook und dem Lenticular-Cover. Die Limitierung auf 10.000 Stück finde ich in dem Fall lächerlich, da das Hero Pack keine feste Limitierung zu scheinen hat. Keine echte vorliegende Limitierung hat. Und ja, also keine Nummer. Und ja, den Banner wollte ich auch gerne haben. Hier haben wir erstmal den Aufkleber. Kommen wir zu den 10 Art Cards hier. Hinten stehen auch noch so ein paar Infos über den Charakter drauf. Hier haben wir halt die Actionheld Stallone. Statham. Lee. Lundgren. Norris. Sieht ein bisschen weit weg. Cruz. Autor, Hemsworth, Van Damme, Willis, Schwarzenegger und Atkins. Ja, das ist mal eine coole Sache. Ich mag solche Karten gerne, habe ich auch schon echt viele von allen möglichen Filmen. Und ja, nun kommen wir zum Prunkstück der ganzen Edition. Ich werde das jetzt mal auspacken. Stoffbanner mag ich sehr gerne. Habe ich auch schon ein paar Werbebanner, sage ich mal, die ich von einem Kontakt immer bekomme. Und ja, das ist jetzt dieser Banner. Wow. Der hat mehr Falten als ein Rentner. Als ein älterer Mann. Okay. Ich hoffe, ich bekomme die raus. So sieht das Ganze aus. So. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze gut sehen. Stallone und alle sind drauf. Ja,
ist ein Riesenteil, aber hat halt krasse Fallen. Auch nicht nur an jetzt, weil es zusammengeklappt ist, sondern allgemein hier. Ich weiß nicht, wie man das rauskriegt mit Bügeln oder so. Mal gucken, ob ich da das bügeln werde. Oder ob man das gar nicht so von Weitem sieht. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist echt riesig und ja, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann sage ich ciao.